Ja, und heute kommt dann mal ausnahmsweise ein kleiner Disclaimer, denn das hier ist ein Spezialthema, die Geschichte und Entwicklung der Schwarzwald-Hochstraße, das muss nun wirklich nicht jeden interessieren. Ich wollte da unbedingt mal ein Video zu machen, hab's halt jetzt hier reingeklatscht und war mir einfach ein Anliegen. Aber ich kann voll und ganz verstehen, dass das Special Interest ist sozusagen und für Leute, die nie hier runterkommen werden, unseren Schwarzwald, für die ist das sicher nicht so interessant. Also wenn ihr irgendwas Besseres zu tun habt, dann würde ich sagen, könnt ihr dieses Türchen auch wirklich mal gerne überspringen. Da bin ich auch nicht böse, weil wie gesagt, es ist halt Spezialthema und habe trotzdem versucht, das noch einigermaßen interessant darzustellen. Und ja, wer nichts Besseres zu tun hat, der darf es natürlich selbstverständlich auch gerne angucken. Aber wie bei jedem guten Adventskalender, es ist nicht in allen Türchen die leckere, gute Schokolade drin. Manchmal gibt es auch eben was, was einem nicht so gefällt. Ich finde, das gehört irgendwie dazu und darum habe ich mich auch nicht gescheut, hier einen potenziellen Rohrkrepierer einzubauen. vom Video-Inhalt her. Gut, also ansonsten bis morgen, wenn ihr keinen Bock habt, und alle andere viel Spaß. So, tschüss. So, hallo und herzlich willkommen im Wald, und zwar oben auf dem Berg am Plättig. Der Plättig liegt an der Schwarzwald-Hochstraße, beziehungsweise die Schwarzwald-Hochstraße führt am Plättig vorbei. Und das Hotel bzw. Gasthaus Plättig, sehen wir hier im Hintergrund, ist inzwischen nicht mehr im Betrieb, beziehungsweise schon seit längerem aufgegeben worden. Und das ist durchaus ein Trend, den man hier an vielen Stellen feststellen kann. Ja, wir sind natürlich straßennah hier unterwegs und mit der Geschichte der Hotels an der Schwarzwald-Hochstraße und an der Schwarzwald-Hochstraße, die Schwarzwald-Hochstraße selber, damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht besonders spannend, aber wenn ihr euch das trotzdem gebt, versuche ich so interessant wie möglich zu erklären, warum das hier ein schönes Beispiel ist für den Mensch, der sich in die Natur begeben hat und das Gefühl hatte, jetzt in der Natur zu sein, und dass das Ganze dann aber auch wirklich ziemlich in die Hose gegangen ist und in diesem Ausmaß der Naturtourismus, der Massentourismus in die Natur auch durchaus scheitern kann, so wie das nämlich hier passiert ist. Es war einer der ersten großen Naturmassentourismus-Booms, die wir hier im nördlichen Hochschwarzwald gehabt haben, und ja, davon ist nicht mehr viel übrig. Die allermeisten dieser Hotels, und davon gibt es einige, werden wir noch sehen, sind inzwischen Ruinen, und auch die Geschichte der Straße, der eigentlichen Schwarzwald-Hochstraße, ist eben mit dem Hotelismus und dem Tourismus hier im Nordschwarzwald eben fest verbunden. Ja, und das ist eben unser Thema, und damit herzlich willkommen zum Adventskalender. Es gibt sogar Schnee, toll, ne? Und ja, kurz zur Erläuterung. Der Nordschwarzwald, der hohe Nordschwarzwald, also alles ab spätestens 800 Metern, gilt als der hohe bzw. der sogenannte Hochschwarzwald hier in der Region. Und der ist erst sehr spät vom Menschen überhaupt genutzt worden. Also man kann davon ausgehen, dass die Römer und Kelten nie hier oben groß gewesen sind. Da wird der ein oder andere Neugierige vielleicht mal hochgestiegen sein. Mehr gibt es aber auch nicht. Gerade die Römer hatten sich hier sehr unwohl gefühlt, besonders in den Hochlagen, und sind nur unten in den Tälern und auch meistens nur am Anfang der Täler geblieben und gar nicht weit in die Berge abgehauen. Das gleiche gilt für die Kelten, weil sie hätten hier nichts finden können, was für sie irgendwie interessant gewesen wäre, sprich Nahrung. Daher sind auch die weitestgehend unten geblieben. Erst im Mittelalter ging es dann so langsam los, dass die Hochlagen interessant wurden, weil nämlich unten der Weideplatz knapp wurde. Und dann hat man angefangen, die Hochlagen zunächst mal einfach nur zu beweiden mit Ziegen, Schafen, frühen Rindern. Und das hat dazu geführt, dass hier dann eine gewisse kahle Hochfläche entstanden ist. Die nennt man heute Grinden. Da sehen wir nachher aber auch noch ein paar Beispiele zu. Und jetzt müssen uns ganz klar sein, das war es dann für lange Zeit aber auch. Erst im wirklichen Hochmittelalter, als der Siedlungsraum eng wurde, sind einige Kloster auf die Idee gekommen, hier mitten im Schwarzwald zu siedeln, also auch in der Hochlage. Da wäre zum einen das Kloster Kniebis zu nennen, das Kloster
Tochter aller Heiligen. Und das sind so die später dann Frauenalb, Herrenalb in anderen Bereichen des Randschwarzwaldes und in anderen Tälern. Aber das waren alles erstmal Klöster, die die Besiedlung vorangebracht haben. Und spätestens ab dem Punkt waren genug Leute hier, dass man gemerkt hat, wie viel Holz denn hier noch rumsteht und das Holz unten langsam auch knapp wurde. Und der Schwarzwald wurde wirtschaftlich vor allen Dingen als Holzgebiet interessant, dass man dann zunächst mal einfach per Floß transportiert hat, beziehungsweise in den nächsten großen Fluss geschmissen und den dann aufgestaut, wenn es dann sein musste. Wenn er nicht sowieso schon groß genug war, dann war es nicht nötig und hat das Holz dann einfach mittels Wasserkraft nach unten zu den nächstgrößeren Städten transportiert. Das ging eine ganze Weile lang gut, bis dann irgendwann die Hölzer in der Nähe vom Fluss auch wieder knapp wurden und man dann irgendwann ohne Wasserkraft auskommen musste. Und dann mussten Wege her. Und die ersten Wege, die waren ungefähr, ihr seht da hinter mir, den da, ja, so wie der jetzt vom Schnee begrenzt ist, vielleicht waren die im besten Fall so breit. Das war dann schon ein guter Holzabfuhrweg. Und auf diesen Wegen fuhren dann Spanne für lange Stämme, also wirklich 12 Meter und länger. Und die wurden ja gezogen von Ochsen, aber nicht zwei nebeneinander, wie man ein Ochsengespann kennt, sondern so, ja. Und dann bis zu 10 hintereinander, wirklich in Reihe, weil es war nicht genug Platz, die Wege waren zu schlecht, um zwei Ochsen nebeneinander zu stellen. Das hat also auch enorm Kraftverlust bedeutet und war nicht effizient. Und es war eine Mordsplackerei, mittels Ochsenkarren hier irgendwie das Holz aus dem Wald zu bekommen. Drum wurden die Straßen dann nach und nach langsam auch besser. Und man hat aber nie gedacht, dass es über das notwendige Maß zum Holztransport hinaus ein weiterer Straßenbau hier in die Hochlagen nötig sein würde. Aber der Knackpunkt waren dann tatsächlich die Holzleute, die Holzmacher, die hier unterwegs waren. Die Bühlertäler Holzknechte, die kamen zwar nicht aus Bühlertal, aber man hat sie die Bühlertäler genannt, einfach weil die viele von da kamen und dann hat man der Einfachkeit halber die Leute von nebendran einfach da auch noch zugeordnet. Und die mussten ja aufgrund ihrer schweren Arbeit enorme Zeit im Wald verbringen, waren sehr langsam unterwegs mit ihren Fuhrwerken und das bedeutete, man musste immer mal wieder oben in der Hochlage übernachten, also auch teilweise noch höher als ich hier stehe. Ich bin hier jetzt auf, ich meine, 900 und ein paar zerquetschte. Ich schreibe es euch aber unten hin, das kann man alles nachlesen. So, und das führte dann wiederum dazu, dass da oben Schutzhütten errichtet wurden und kurze Zeit später hat sich in diesen Schutzhütten der erste um 1780 rum am Sand, da kommen wir gleich hin, der erste Hüttenwirt eingefunden. Und dieser war per Zufall ein ausgezeichneter Hüttenwirt und hat recht schnell eben für einen gewissen Ruf für sich aufbauen können. Und das ging dann so weit, dass gleichzeitig so um 1780 rum ja auch die ersten Bürger entstanden sind, die plötzlich Freizeit hatten, ne? Die also gewisses Geld verdienten, ohne selbst dafür arbeiten zu müssen, also körperlich heftig arbeiten zu müssen. Und die hatten ein Bedürfnis nach körperlichem Ausgleich. Und das Wandern wurden da zum ersten Mal zum Trend, dass man auch spazieren gegangen ist und Lustwandeln und solche Sachen. Ja, und drum sind auch die ersten Baden-Badener, ziemlich wohlhabenden Leute, auf die Idee gekommen, mal zu einer dieser Schutzhütten hier im Schwarzwald hochzusteigen. Hatten dafür ein riesen Abenteuer, während das die Holzknechte mehrfach am Tag und ganz oft gemacht haben, war das für die jetzt das Riesending. Die wurden dann also abfällig als die Sommerfrischler bezeichnet. Die im Sommer ein bisschen nach der Frische suchen, weil sie scheinbar nichts Besseres zu tun haben. Das war also schon ein abwertender Begriff von der örtlichen Bevölkerung, die hier hoch musste, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das hat sich rumgesprochen, dass das toll ist, hier hochzusteigen und da auf der Hütte zu hocken. Und schwuppdiwupp bekam die Hütte ein paar neue Zimmer, das sehen wir gleich noch. Und schwuppdiwupp wurde die Hütte renoviert und ausgebaut. Und schwuppdiwupp wurde aus der Hütte ein Hotel, und zwar ein richtig, richtig großes, das auch noch bis heute theoretisch steht, aber wie gesagt, das sehen wir gleich. Und damit fing alles an. Also die Holzknechte sozusagen sind schuld, dass es hier oben plötzlich irgendwie einen Bedarf für Tourismus gab und die Touristen hier drauf aufmerksam geworden sind. Also schuld sind die Holzknechte natürlich nur in Anführungszeichen. Und alles Weitere, wie sich das dann entwickelt hat und wie das zu einer Straße geführt hat, sehen wir dann beim nächsten Stopp, beziehungsweise beim nächsten Stopp sprechen wir da weiter drüber.
So, und bevor wir losfahren, gucken wir uns hier nochmal kurz diese Karte an. Ganz oben in der Bildmitte sehen wir Baden-Baden. Da beginnt die Schwarzwald-Hochstraße und das Ende ist hier jetzt nicht mehr drauf, aber die kommt dann runter ins Murgtal. Das ist hier in der rechten Bildhälfte die große Straße, die unübersehbar ist, die von Norden nach Süden verläuft. Und links haben wir die ganz große Straße, die von Norden nach Süden mehr oder weniger verläuft. Das ist die A5, die Autobahn schlicht und ergreifend. So, und jetzt muss man wissen, sowohl die Straße durchs Murgtal, also die rechte mit Forbach, Nord-Süd-Richtung, als auch die Autobahn, die waren wahlweise schon geplant oder die existierten bereits, als man beschlossen hat, die Schwarzwald-Hochstraße zu bauen. Aus verkehrstechnischer Sicht, wenn du von Nord nach Süd willst, ist es vollkommen sinnlos und blödsinnig, über die Schwarzwald-Hochstraße zu fahren, aus verkehrstechnischer Sicht. Und die ist im Sinne von, wenn man will, nicht von A nach B kommen, auch erstaunlich nutzlos, weil es einfach keine über die Pässe der Berge verlaufende Straße gebraucht hätte in diesem Bereich. Und es handelt sich also um eine reine Tourismusstraße. Die sind selten in Deutschland, dass die wirklich nur deswegen angelegt worden ist, damit man da hochfahren kann und da ist schön. Und dementsprechend ist sie auch heute sehr beliebt bei zum Beispiel eben auch Motorradfahrern oder sonstigen Leuten, die einfach einen Ausflug mit dem Auto machen wollen. Das gibt es ja auch bis heute noch. Und die dann da eben oben rumfahren und die Aussicht genießen. Man kann von der Straße selber aus wirklich viele schöne Bereiche entdecken, wo man auch wirklich eine tolle Aussicht zu sehen bekommt, wenn das Wetter dann entsprechend mitspielt. Also so viel jetzt erstmal grob zum Verlauf der Straße und jetzt fahren wir erstmal ein Stückele weiter. Und wir kommen zum Sand. Da steht immer noch das Kurhaus rum, inzwischen mit keinem ganz so schönen Zustand mehr, aber das ist so ziemlich der Ort, an dem alles begann. Denn Friedrich August Meyer wird 1883 der neue Pächter auf dem Sand. Damals stand da bloß eine kleine Hütte, von der ich leider keine Bilder habe, die ich urheberrechtlich nutzen kann. Und jedenfalls war der quasi der geborene Hotelier, hat das Ding dann, nachdem die ersten Gäste reihenweise kamen, auch recht schnell ausgebaut, hat investiert, hatte dann tatsächlich bis 1891 sogar den Luxus von fließendem Wasser, woraufhin Hochgroßherzog Friedrich von Baden zur Eröffnung des neuen Hotels kam und später kamen dann noch andere adelige Gäste in allen, aus allen Ecken der Erde mehr oder weniger. Kaiserin Elisabeth, Herzogin Valerie und alle möglichen solchen Leute, die damals halt wichtig waren. Teilweise kamen sie zum Jagen, teilweise kamen sie für Schneeschuh und Skitourismus der damaligen Zeit. Der Sand hatte auch damals schon wahrscheinlich einen kleinen Skihang, aus heutiger Sicht einen sehr kleinen, damals schon ziemlich luxuriös und allein fließend Wasser und dann elektrisches Licht war damals durchaus für so ein abgelegenes Hotel in der Natur, in Anführungszeichen, wirklich der Hit, ja? Es wurde dann also weiter ausgebaut und der Friedrich August Meyer wird reichlich Geld verdient haben bis zum Ersten Weltkrieg. Da gab es dann nämlich das Problem, dass es halt den Ersten Weltkrieg gab. Da kamen keine adligen Gäste und auch sonstige Gäste mehr, weil das Problem ist, wie sind denn die da eigentlich hochgekommen? Mit geländegängigen Bussen, die in der Lage waren, über die Vorstraßen bis zum Sand da hochzufahren, vor allen Dingen über die Passstraße, also gar nicht die Route, die heute die Schwarzwald-Hochstraße nimmt, sondern einmal quer rüber über den Schwarzwald. Und diese geländegängigen Busse, die wurden im Ersten Weltkrieg für militärische Zwecke gebraucht und keiner konnte da mehr hochkommen, weil es einfach keine Transportmöglichkeit mehr gab. Die Schwarzwald-Hochstraße ist erst 1930 gebaut worden, dazu kommen wir aber noch. Ja, und das führte eben dann zum Untergang mehr oder weniger, zum großen wirtschaftlichen Verlust und 1920 beschließt Meyer, den Sand zu verkaufen und kriegt dafür wahrscheinlich auch einen Haufen Geld. Dumm nur, dass er eben davon nicht viel hatte, weil ja im Jahre 1923 der Höhepunkt der galoppierenden Inflation stattfindet. Und er ist im Grunde pleite und stirbt mehr oder weniger verarmt, seine Frau wenige Jahre nach ihm. Das ist schade. Nichtsdestotrotz kommt dann der Sand in den Besitz von, Moment, wie heißen sie? Bitte, bitte, bitte.
Ferdinand Huse und Max Wiedemann. Und die leiten das Ding, im Grunde deren Familie eher, von 1932 bis 2007. Ferdinand Huse stirbt 54, dann kommt Max Wiedemann dran bis 1966, dann sein Bruder Ernst Wiedemann und dessen Frau Amanda Wiedemann. Die hat das Ding bis 2005 noch geschmissen, mehr oder weniger sie halt das Verantwortliche mit Personal. Und seit 2005, geschmissen hat es bis 94, danach nur noch für geschlossene Gesellschaften. Das hat sie aber auch schon noch selber gemacht und ab 2005 gab es dann da nichts mehr drin und 2007 ist die Amanda Wiedemann auch verstorben, hat so lange dann noch im Kurhaus gelebt und seitdem steht es mehr oder weniger leer und verfällt vor sich hin. Hat damit noch deutlich länger überlebt als andere Hotels oben auf dem Schwarzwald, wo man sagen muss, diese geschlossene Gesellschaftsphase, das wird eine kleine Aufbesserung der Rente gewesen sein für Frau Wiedemann und viel mehr ist da dann nicht mehr passiert. So viel dazu. Aber die Gründung des Sands und der damalige Boom des Sands um 1930 rum haben eben unter anderem dazu geführt, dass überhaupt eine Straße dahin interessant wurde, weil die aufkommenden ersten Automobiltouristen, also die freiwillig mit dem Auto durch die Gegend fahren und mit dem Auto Urlaub machen, mit dem Auto wohin fahren, wurde quasi ein Trend, nachdem jetzt auch langsam jeder sich ein Auto leisten konnte nach dem Ersten Weltkrieg und dementsprechend damit ein hergehenden Aufschwung und hinterher, ne? Nicht während. Und ja, das hat dem ganzen Hotelgewerbe da oben enorm auf die Sprünge geholfen. Das gilt für alle Hotels da oben, dieser Automobiltourismus und dann die schlaue Entscheidung dazu, eben eine reine Automobiltourismusstraße zu bauen, die eben all diese möglichen Hotels miteinander verbindet und auch den Besuchern des einen Hotels die Möglichkeit zu geben, für einen Kaffee mal schnell zum anderen Hotel zu fahren, mit dem Automobil natürlich. Das sind so Faktoren, die das damals so interessant gemacht haben. Plus das Rauskommen aus der Stadt, das Rauskommen aus den Industriegebieten, der Urlaub vom Fabrikarbeiter-Dasein, weil so teuer war das auch nicht. Also auch ein vergleichsweise normaler Mensch, der ein Auto hatte, konnte sich mal ein Wochenende oder ein bisschen längeren Urlaub an der Schwarzwald-Hochstraße durchaus leisten. Gut, aber wir fahren weiter. Die Fahrszenen sind übrigens willkürlich, also das ist jetzt nicht die jeweilige Strecke von den jeweiligen Locations zu den jeweils anderen, weil ich habe immer da was gefilmt, wo man wenigstens ein bisschen was gesehen hat, war an dem Tag halt gerade dieses Wetter. Da gab es auch Phasen, da hast du halt einfach gar nichts gesehen und konntest froh sein, dass du noch wusstest, wo die Straße ist. So, aber jedenfalls fahren wir jetzt theoretisch zum Mummelsee und wollen uns darüber mal ein bisschen Gedanken machen, weil das ist eins der Hotels, die es noch gibt. Da kann man nach wie vor übernachten und der Rubel rollt. Der Mummelsee heißt im Volksmund auch Rummelsee, weil da immer sehr viel los ist und die da also wirklich keinerlei Probleme haben, denke ich mal, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Grob können wir bei den sämtlichen Hotels, wir sehen auch dann gleich den Mummelsee eingeblendet, grob die Phasen unterscheiden des beginnenden Booms vorm Ersten Weltkrieg. Da haben noch nicht alle mitgemacht, da sind auch noch nicht alle Hotels gebaut, aber die allermeisten, weil es dann halt losging mit dem Autotourismus. Man ist da innigermaßen irgendwie so ein bisschen mit dem Bus hochgekommen und die reichen Städter konnten sich's leisten. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, nach einer kurzen Zusammenbruchphase im Krieg selber, wollten die Leute eben einfach wieder raus aus dem Elend, auch ein bisschen vergessen, was passiert ist und das konnte man wohl am Schwarzwald gut tun. Das ist so eine Theorie, weshalb da so viel los war und spätestens da ging der erste wirklich richtig dicke Boom los, auch die Adligen aus aller Welt sind in die verschiedenen Schwarzwald-Höhenhotels gefahren und kurz darauf, und aufgrund eben dieses Drangs, dieses Drucks, war dann auch genug Geld da und genug Erfolgsversprechen für die angrenzenden Gemeinden, sich eben zusammenzutun und die Schwarzwald-Hochstraße als solche zu bauen, und zwar bis zum Ruhestein.
Da blende ich euch nachher auch noch eine Karte ein, wo man mal nachvollziehen kann, welcher Bau bis wo gebaut worden ist. Und da war dann Halligalli. Und der letzte Teil der Straße, von Ruhestein bis mehr oder weniger Kniebis und Freudenstadt letztendlich, dass man von beiden Richtungen auf die Schwarzwald-Hochstraße drauffahren kann, wie man es heute kann, das war tatsächlich dann in der NS-Zeit, wobei das Ganze auch nicht während der NS-Zeit fertiggestellt worden ist. Aber der Hauptteil der Straße war eben 1930 bereits fertig, also noch bevor irgendwelche NSDAPler da irgendwas zu sagen hatten. So, und jetzt, dass der Mummelsee eben, wie gesagt, eins der überlebenden Hotels ist, hatte ich ja schon erwähnt. Und dann gucken wir uns doch mal den namengebenden Mummelsee auch noch mal kurz an. So, ich dachte mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit um den Mummelsee. Hier gibt es viel zu sehen. Toller Blick auf den See. Besonders schön, das andere Seeufer zu erkennen und die sehr romantische Stimmung. Entsprechend ist das hier auch ein beliebter Platz für zahlreiche Touristen, wie auch jetzt gerade ganz viele da. Und gemütlich kann man hier an den Bänken hocken und eben entsprechend auf den See rausblicken und die Aussicht genießen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Toller Ort. Naja, Spaß beiseite. Das Berghotel, inzwischen nennen sie sich auch Berghotel, die wissen warum. Ja, das klingt halt besser als einfach nur Hotel. Mummelsee hat als eines der einzigen zwei letzten überlebt, die hier tatsächlich noch am Laufen sind. Und der Grund ist sicherlich vor allen Dingen im Fall vom Mummelsee daran zu suchen, dass wenn nur noch ganz wenige Touristen hier im Hochschwarzwald übernachten wollen, dann kommen sie halt zum Besten, wenn alle Hotels Platz haben, dann suchen sie sich das Beste aus. Ja, und jetzt kann man sich natürlich streiten, welches das beste Hotel ist, aber wahrscheinlich wird das für die meisten von uns schon so sein, dass wir dann sagen, ja gut, dann nehmen wir das mit der tollsten Lage und dem tollsten drumrum. Und das ist definitiv hier am Mummelsee der Fall, weil da hat man den Mummelsee. Da hinten, wie man schön sehen kann, da ist der Gipfel der Hornisgrinde. Auch da tolle Aussicht von da oben. Inzwischen gibt es da noch ein kleines Stübchen am Berg selber, wo man dann noch Kaffee und Kuchen kriegen kann oder ja, was es da sonst noch so gibt. Auch ein Mittagessen natürlich, auch ein Abendessen, je nachdem. Und das macht das Ganze hier schon sehr abwechslungsreich. Wandergebiete gibt es auch genug drumherum, Wanderwege gibt es genug drumherum, die man vom Hotel aus machen kann. Und man kann natürlich jederzeit hier, wie man hier gerade schön sehen kann, um den See laufen. Und das macht den Mummelsee einfach attraktiver als die anderen Hotels. Und damit ist es auch zu erklären, weshalb der überlebt hat. Der hatte also auch schon immer recht viele Besucherzahlen. Und selbst als die dann zurückgingen, sind hier immer noch Leute geblieben. Sodala, jetzt mal Karte. Also Norden, Geroldsau. Das ist so der letzte Vorort von Baden-Baden, vorsichtig gesagt. Und wenn man da rausfährt, spätestens hinter Malschbach, das ist noch so ein ganz kleines Dörfchen, ist man raus in der Wald und fährt dann auch nur noch durch den Wald. Da gibt es auch keine Dörfer mehr, bis man zum Kniebis kommt. So, da schlängelt sich jetzt also unsere B500, die Schwarzwald-Hochstraße, zeitlang das Tal entlang, macht dann eine Haarnadelkurve, um dann langsam auch zu steigen. Wir sehen da die jeweiligen kleinen blauen Parkplätzlein, die sind durchaus nicht unwichtig, da hat man jeweils eine schöne Aussicht und kommen zum ersten Ort in Anführungszeichen, nämlich Schwanenvasen. Schwanenvasen ist ein Café, mehr oder weniger ein Restaurant. Ich weiß aber nicht, ob die noch geöffnet haben. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass sich das noch wirtschaftlich rentiert. Und dann kommen wir weiter und sehen ganz im Süden den unteren Plättig. Das ist das, wo ich zu Beginn des Videos gestanden bin. Weiter Richtung Süden, oben wieder der Plättig, geht es weiter zum Sand. Da steht eben dieses Kurhaus, das inzwischen verfallen ist, übers Hunseck. Das ist eine ganz lange Geschichte, und das Ganze ist auch eine komplette Ruine inzwischen. Fällt auseinander, hat mehrfach den Besitzer gewechselt, bis 2000 grob. Da wollten sie Skiheime draus machen, dann Heime für Jugendliche aus dem Osten tatsächlich.
alle möglichen Ideen, dann Wellnesshotel mit Schwimmbad, dann Sport- und Freizeitheim und, und. Die Immobilie an sich wäre für all das geeignet gewesen, aber es hat einfach an den Leuten gefehlt, die dann in der Lage gewesen wären und auch willens gewesen wären, da ganz viel Geld zu investieren. Drum wurde es mehrfach gekauft, wurde dann wieder nicht bezahlt, dann wurde geklagt, dann wurde zwangsversteigert. Und das ist wirklich eine never-ending Story. Und am Endeffekt musste dann wirklich das baufällige Gebäude abgerissen werden, beziehungsweise teilabgerissen werden, weil für mehr als ein Teilabriss, der zwingend notwendig war, weil sonst hätte jemand verletzt werden können, hat das Geld dann auch schon wieder nicht mehr gereicht, weil nicht klar war, wer es bezahlt, und das Ganze sieht heute folgendermaßen aus. Also wirklich vielleicht derzeit das schlimmste Schandbild, das wir entlang der Schwarzwald-Hochstraße finden können. Man hatte auch viele Sorge wegen Kindern, die dann da drin spielen, das als Abenteuerspielplatz nutzen. Ja, und so sah es noch vorm Abbruch aus, kurz davor, war da auch schon nicht mehr wirklich stabil. Aber grundsätzlich ist das mal ein tolles Gebäude gewesen und war auch wirklich sehr, sehr groß. Nach hinten raus sehr, sehr breit. Ganz viele Zimmer, ich glaube 80 Zimmer oder 80 Betten oder sowas haben die gehabt. Ja, aber so kann es gehen. Wirtschaftlich war das Ganze schon sehr, sehr lange völlig am absteigenden Ast und nicht mehr tragbar. Und das haben die Investoren dann letztendlich ja auch so gesehen. Ja, und weiter geht's bis nach Untersmatt, wieder von Nord nach Süd natürlich. Untersmatt steht immer noch ein Hotel, das ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile zu, wird eigentlich inzwischen gar nicht mehr genutzt, zeitweilig dann noch für geschlossene Veranstaltungen. Nebendran gibt es aber noch ein Restaurant, das läuft ganz gut. Der Tagestourismus ist nicht das Problem. Man kann sehen, es gibt auch eine Art Skihang für die abenteuerlicheren Skifahrer. Viele Kinder, Familien mit Kindern sind da zum Schlittenfahren, das läuft. Aber Hotel interessiert keinen mehr. Weiter südlich, der Mummelsee, den haben wir ja schon kennengelernt. Da gibt es tatsächlich noch ein funktionierendes Hotel. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter runter nach Süden fahren, dann kommen wir zum Ruhestein. Am Ruhestein finden wir dann das Nationalparkzentrum für ganz viel Geld, also ganz viel. Das ist schon durchaus beeindruckend, ob man die Ausstellung schön findet. Ich denke mal, die wird halt eher für den Laien gedacht sein und weniger für den Fachmann. Deshalb kann ich da keine wirklich valide Meinung zu abgeben, ne? Aber jedenfalls, das da ist das letzte Überbleibsel vom Hotelismus am Ruhestein. Auch da stand mal ein sehr, sehr großes Hotel, das Kurhaus Ruhestein, das auch eins der späteren war, weil es im Grunde die Straße, die Schwarzwald-Hochstraße, auch unbedingt gebraucht hat, um erreicht werden zu können. Dann boomte es da und dann ging es ab wie Schmitz' Katze. Aber leider ist als einziges übrig geblieben hier die Villa Klump. Da haben die Hoteliers drin gewohnt, wenn sie gerade nicht in ihrem Hotel tätig waren. Und diese Jugendstilvilla, die ist jetzt ziemlich genau 110, irgendwie sowas, Jahre alt. Und an sich ein tolles Gebäude. Früher war da das kleine Nationalparkzentrum drin, als es eben noch kein großes Nationalparkzentrum gab und vorher das Naturschutzzentrum Ruhestein. Und vielleicht eine ganz kleine persönliche Anmerkung: Hinter diesem Fenster da habe ich mal dankenswerterweise während eines Praktikums wohnen dürfen. Und also das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Insbesondere abends, wenn dann Ruhe einkehrte im Schwarzwald und man gefühlt mit den anderen zwei, drei Bewohnern von dem Gebäude die einzigen Menschen im ganzen Hochschwarzwald gewesen sind und man da dann sein Unwesen als junger Mensch durchaus hat treiben können. Wirklich ganz tolle Zeit. Habe ich auch viel gelernt bei natürlich. Es war jetzt nicht nur zu Halligalli, sondern auch zu Weiterbildungszwecken. So, bis zum Ruhestein hier im Norden, das Ding da mit Wilder See und so weiter. Ruhestein steht leider nicht dran, das steht halt aus irgendwelchen Gründen nicht auf der Karte. Da endete die Schwarzwald-Hochstraße 1930. Ne? Weiter hatte man das Ding nicht ausgebaut. Jetzt konnte man da die Straße, die gelbe, rechts runterfahren, um ins Murgtal zu kommen. Oder man konnte links runterfahren, um nach Allerheiligen und dann runter ins Rheintal zu kommen. Aber weiterfahren war nicht.
nicht. Und da haben sich dann tatsächlich quasi die Nazis gedacht, dass es doch eine gute Idee wäre, den Rest vom Schwarzwaldpass, die Höhenstraße, die Höhenlage mit Blick rüber nach Frankreich weiter auszubauen, die Straße dahin, um das Ganze dann militärisch nutzbar zu machen. Also der militärische Zweck war auch der Hintergrund, weshalb das dann eben weiter ausgebaut worden ist, bis einschließlich Freudenstadt. Und die Idee war, dass man dann zum Beispiel auf den Schliffkopf ungefähr in der Bildmitte, da fahren wir jetzt auch tatsächlich rum in dem Bereich, bei der Fahrszene, die da eingeblendet ist, dass man da eben Flak und, ja nicht Artillerie, aber zumindest mal Flak hinstellt. Und auch zwei Bunker wurden insgesamt angelegt. Einer davon sogar als Führerbunker, wo Hitler persönlich unterkommen sollte, falls mal was gewesen wäre. Und ein kleinerer Bunker am Schliffkopf selber, der dient heute als Weinlager fürs Schliffkopf-Hotel und was sie da sonst noch drin liegen haben. Aber der wurde nie genutzt, genauso wenig wie das eigentliche Führerhauptquartier. Da möchte ich auch gar nicht erwähnen, wo das genau ist. Ich weiß es zwar, aber aus Gründen, dass man da keine Touristen von der ganz bösen Sorte bekommt, soll das möglichst geheim gehalten werden, wo sich jetzt exakt genau dieses Führerhauptquartier befunden hat. Tannenberg heißt es oder hieß es. Da war er auch einmal kurz drin zur Besichtigung, hat er aber gar nicht in seinem tollen Bunker übernachtet, sondern in irgendeiner Hütte in der weiteren Umgebung oder in einem Hotel, das weiß ich nicht mehr genau, hat da wohl keinen besonders bleibenden Eindruck bei der lokalen Bevölkerung hinterlassen und ist dann auch ganz schnell wieder abgerauscht. Und das war es zum Thema Hitler bei uns in der näheren Umgebung. Er war wohl noch in Freudenstadt irgendwie noch einen Vortrag halten oder eine Ansprache, irgend sowas, aber das war's. Die Luftverteidigungszone West, die man hier oben hat versucht zu etablieren, wurde nie genutzt, hat nicht einen einzigen Schuss abgegeben und die Alliierten sind einfach entweder dran vorbei oder weit oben drüber geflogen, sodass das Ganze überhaupt keinen Sinn gemacht hat, letztendlich militärisch, und war dann also eine recht harmlose Angelegenheit. Was bleibt, ist der südlichere Teil der Schwarzwald-Hochstraße, der heute auch weiterhin genutzt werden kann, der auch einen sehr, sehr schönen Streckenverlauf potenziell hat und endet dann als eigentliche Schwarzwald-Hochstraße. Für viele endet die eigentlich am Hotel Alexanderschanze. Übrigens war die Idee der Nazis, diese Passstraße quasi zu befestigen und da militärische Präsenz zu zeigen, nicht unbedingt was Neues. Man hatte da auch schon Verteidigungswerke gegen Napoleon stehen, als der rübergekommen ist, und auch davor für alle möglichen Horden, die möglicherweise auf die Idee kommen, über den Pass, über den Schwarzwald zu wollen. Drum gibt es da wahrscheinlich schon seit 500, 600 Jahren irgendwelche Befestigungsanlagen jetzt entlang der heutigen Schwarzwald-Hochstraße und damit quasi dem Pass folgend. Und die Alexanderschanze heißt auch deswegen Alexanderschanze, weil neben dem Hotel gibt es da eben auch tatsächlich eine historische Schanze, bei der man Napoleons Truppen hätte, also die ganz, ganz frühen Napoleons Truppen sozusagen. Napoleon selber war da nur noch ein General und war noch gar nicht hier der Obermotz und Befehlshaber. Aber trotzdem kann man das schon so ein bisschen mit Napoleon oder zumindest mit den Franzosen in Verbindung bringen. Und die hätten da vielleicht abgewehrt werden können, aber leider gab es keine Streitkräfte in der Gegend, die sich getraut haben, da dann nochmal gegen die Franzosen zu kämpfen. Möglicherweise gibt es das noch in einem anderen Türchen. Möglicherweise. Ja, die Alexanderschanze ist in meinen schlauen Büchern oft noch als bewirtschaftet, da gibt es noch den alten Wirt drin sozusagen, beschrieben. Ist es inzwischen aber auch schon lange, lange nicht mehr. Also die Zeiten, als man da noch als Wanderer untergekommen ist, als Westwegwanderer, die sind wirklich auch schon lange, lange vorbei. Und ja, aber es ist vielleicht noch eins der letzten, die dann letztendlich untergegangen sind. Von denen eins der letzten, die noch geöffnet hatten, war es halt eben noch einen alten Wirt gab, der sich noch drum gekümmert hat. Ne? Also das kann schon einen Unterschied geben, solange du noch einen hast, der was macht. Die Immobilie ist inzwischen verkauft und das große Problem bei diesen ganzen Hotelimmobilien war, man hat nicht nur eine Immobilie gekauft. Es gab reichlich reiche Leute, die so eine Immobilie haben kaufen können, aber man hat sich halt auch gleich noch Arbeit gekauft. Es wäre also nicht damit getan gewesen,
jetzt einfach, ja, jetzt habe ich das Ding. Und erstens muss es jetzt für nochmal das Zigfache des Kaufpreises müsste es renoviert werden. Und dann müsste man halt eben noch die Arbeit auch reinstecken und sich selbst auch drum kümmern wollen als reicher Oligarch, der sowas jetzt besitzt. Drum, ja, ist es halt Spekulations- und Anlageobjekt, wie alle diese Hotels, die sich irgendein reicher Oligarch gekrallt hat. Und damit endet dann aber auch die Reihe der Hotels entlang der Schwarzwald-Hochstraße, weil offiziell ist hier, ja nicht wirklich, aber zumindest der historische Teil der Schwarzwald-Hochstraße ist hier an der Alexanderschanze zu Ende.